4 Jahre ist es nun her, dass sich die sterblichen Völker zusammenschlossen, um gemeinsam dem Ansturm der brennenden Legion zu trotzen. Zwar wurde Essoroth gerettet, doch der aus der Not geborene Pakt zwischen der Horde und der Allianz ist zerbrochen. Und wieder lässt der dumpfe Klang der Kriegstrommeln die Erde erbeben. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von World of Warcraft. Ja, leider finde ich nicht mehr alle Folgen von Staffel 1. Da ich das aber nicht übergehen wollte und ihr ja, oder viele von euch ja gesagt haben, sie würden das gerne weitergucken, habe ich mich einfach mal dazu entschlossen, dass ich nochmal komplett von vorne anfange, dass ich mir einen Chart zurechtstelle. Und ja, dass wir das ganze Abenteuer nochmal beginnen. Es ist ja freispielbar bis Level 20. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich werde auf jeden Fall irgendetwas Magisches nehmen. Ich gucke mir jetzt mal so ein bisschen die einzelnen Völker oder wie man es nennt hier durch. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mich entschieden habe. Ihr seid Teil der mächtigen Horde. Dieser Bund aus verschiedensten Völkern kämpft vereint für Freiheit, Ehre und Ruhm. Kürzlich ist eine Horde-Expedition zu einer unerforschten Insel verschollen. Als neuer Rekrut seid ihr Teil einer Rettungsmission, die von Orgrimmar aufbricht. Bringt die Expeditionsmitglieder sicher nach Hause. Für die Horde! Ja, und endlich ist die Musik zu Ende. Und ja. Aufpassen! Wir sind fast bei der Insel. Ich habe leider zig Versuche gebraucht. Ich habe das Ganze natürlich rausgeschnitten. Ich glaube, ich muss doch noch mal eben was nachschauen. Okay, ich habe es jetzt endlich geschafft, die grausame Musik loszuwerden. Weil man versteht mich ja wirklich absolut gar nicht mehr, wenn die Musik im Hintergrund läuft.
Ich habe jetzt mehrere Versuche gemacht, meinen Namen zu nehmen. Gameplayerin durfte ich nicht nehmen. Der ist gesperrt, warum auch immer. Ich habe ihn damals mit meinem alten Konto nicht verwendet, das weiß ich definitiv. Und mit dem Konto hier war auch nirgendwo Gameplayerin. Wir schauen einfach mal, wir laufen mal ein bisschen herum. Es geht immer noch nicht weg. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier rumlaufen muss, damit ich den Hinweis unten wegbekomme. Keine Ahnung. Es ist auch alles schon so lange her. Das letzte Mal, wo wir alles aufgenommen haben. Übrigens, ihr könnt auch rein und raus zoomen. Das letzte Mal, wo wir alles aufgenommen haben, ist sicher 3 Jahre her gewesen, schätze ich mal. Deswegen, ich muss auch mal wegen der Steuerung gucken, die ist ein bisschen umständlich gemacht hier drin. Sprecht mit Kriegsherrin Breka Grimaxt. Konzentriert euch auf unsere Mission. Ja, würde ich gerne, aber sie sagt nicht mehr. Okay, aufwärmen. Wir nähern uns der Insel, auf der die letzte Expedition der Horde verschwunden ist. Ihr müsst alles auf alles vorbereitet sein, was da draußen warten könnte. Wärmt euch mit diesen Kampfattrappen auf. Zeigt mir eure Stärke. Okay? Für die Horde. Wir müssen auf alles gefasst sein. Zeigt mir euer Können im Kampf. Ja. Ich dachte, die werden jetzt markiert, aber passiert nichts. Drückt 1. Ach ja, das war ja auch hier mit den Tasten. Ich muss mich echt mal wieder komplett daran gewöhnen. Nochmal. Weil von der Steuerung... Achso, unten rechts sehe ich jetzt gerade. Da geht natürlich die Verteidigung quasi runter. Die geht ja wieder nach oben hier. Gute Arbeit. Als nächstes... Regen? Davon haben die Schamanen nichts gesagt. Tja, passiert schon mal, ne? Die Horde lässt niemanden zurück. Das ist schön. Wir können die Quest beenden. Frog wird mit euch üben. Ich muss mit der Besatzung über den Regen sprechen. Okay. Ich bin hier, um zu helfen. Das ist schön. Questziele. Tragt einen Übungskampf gegen Grunzer Frog aus. Bleibt stark. Ich gehe in Position. Hallo? Schlagt schnell und hart zu. Lauf doch nicht weg. Lauft nie vor dem Gegner fort. Sieg oder Tod. Nein, ich bin noch nie weggelaufen. Die Augen immer zum Gegner. Schon. Ihr gewinnt. Eure Kraft wird unserer Mission dienen. Ne? Was ist denn Null eigentlich? Ist das Heilung? Ich glaube, das war Heilung, oder? Kann man da drauf gehen? Arkaner Strom entfernt einen positiven Effekt von... Achso, von allen Gegnern. Ich wollte gerade sagen. Wie von Wir retten die Expedition. Das Für ist die schön. Horde. Für die Horde. Gut, öffnet euren Zauberbuch. Ich habe heute kein Deutsch drauf. Öffnet euer Zauberbuch und sucht nach Feuerschlag. Was ist Feuerschlag? Achso, das ist die... Okay, die ziehen wir mal mit rein. Wie gesagt, es ist so wahnsinnig lange her. Es ist das dritte Mal im Endeffekt, dass ich das spiele. Das erste Mal früher habe ich das länger gespielt und auch mit anderen gespielt. Das ist aber schon Jahre her. Man könnte fast sagen Jahrzehnte. Und dann haben wir ja einmal bis Level 20 gemeinsam gespielt. Ich habe aber keine Ahnung, wo die restlichen Folgen hingekommen sind. Deswegen habe ich mir nämlich gesagt, dass ich das Ganze nochmal komplett bei Null starte. Die Horde lässt niemanden zurück. Ja, das hast du schon mal gesagt. Findet Kriegsherrin Breka. Geht mit Ehre. Kriegsherrin! Kann man das Ding hier wegmachen? Dieser Sturm überwältigt. Festhalten, Soldaten! Das nervt hier. Da ist er hin. Beziehungsweise sie. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Okay.
Das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen nervt, ist hier unten der Chat. Ich weiß nicht, ob man den wegkriegt. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Oh, ich hänge hier ständig im falschen Fenster. Dann könnt ihr mir das gerne schreiben, wie man den hier wegkriegt, weil der nervt doch tierisch. Weil Chats gucke ich mir nie gerne an. Aber die Umgebung hier... Ich glaube, ich habe damals keine... Was haben wir jetzt gemacht? Dunkelelfe? Wir haben eine Elfe vom Pakt. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt keine Ahnung mehr davon habe, was jetzt was ist. Ich meine, da sind auch so einige Sachen dazugekommen, deswegen... Die Horde lässt niemanden zurück. Murklocks haben dringend benötigte Erste-Hilfe-Vorräte gestohlen. Okay. Das Ufer ist von Schiffwracks gesäumt. Hier muss die erste Expedition gestrandet sein. Wir können unsere Suche erst beginnen, wenn unsere Soldaten geheilt sind. Es ist nicht ehrenhaft, Gefallene zurückzulassen. Die Murlocks haben unsere medizinischen Vorräte gestohlen. Tötet diese nervigen Schädlinge und bergt unsere Erste-Hilfe-Kisten. Okay. Bleibt wach, holt unsere Vorräte, aber übernehmt euch nicht bei den Murlocks. In Gruppen sind sie gefährlich. Okay, also versuchen, Einzelne anzugreifen. Schaut auf eure Minimap. Kann ich nichts mit drücken oder machen? Dann laufen wir einfach mal. In Gruppen sind sie gefährlich. Ja, super. Und überall stehen sie in Gruppen rum. Wollt ihr mich veräppeln? Machen wir so. Das dauert aber lange, ist der aufgeladen. Auf Glitzern Leichnam um... Achso, Rechtklick auf Glitzern Leichnam. Okay, das war das mit dem Einsammeln. Okay, das ging, glaube ich, auch nicht schneller, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na, noch einmal? So... okay, 6 Stück sollten wir machen. Aber die anderen werden zumindest nicht getriggert. Anscheinend. Sobald ich, solange ich nicht alle angreife. Das ist schon mal gut. Die stehen aber sehr nah beieinander. Hallo, ich kann mich nicht drehen. Boah, was war denn das gerade? Wieso hat der... Achso, den muss ich ja noch looten hier. Ich sage, es ist so lange her. Ich muss mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Aber ich denke mal, das wird nicht so lange dauern. 4 von 6. Wenn ich den jetzt angreife... Ist zu weit weg? Ach nee, das ist gar nicht der... greifen wir mal den hier an. Springt der dann trotzdem auf mich zu? Oder war das nur, weil der eine... Hier unterbrochen. Was bist du denn für ein Arsch? So. Das hasse ich, dass immer die anderen Leute irgendwo hinlaufen müssen und einen was kaputt machen müssen. So, 6 Stück haben wir. Müssen wir einmal wieder zurück, ne? Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Ja, das ist schön. Lass euch nie kalt erwischen. Mach ich nicht. Also hoffe ich zumindest nicht. Wir müssen unsere Verwundeten versorgen, bevor wir uns aufmachen kommen, um Mai die verschwundene Expedition zu suchen. Nehmt diesen Erste-Hilfe-Kasten und kümmert euch um die Überlebenden. Die Horde lässt niemanden zurück. Benutzt den Erste-Hilfe-Kasten bei Bo. Bleibt okay. Wachsam. Überall lauert Gefahr. Wer ist Bo? Ihn hat sie schon hochgeholt, okay. Dieser Sturm war definitiv unnatürlich. Ne? Fragezeichen. Ach so, hier ist Bo. Danke. Wir finden die Expedition schon noch. Gerne. Kein Thema. Den müssen wir auch, glaube ich, ne?
Stand zwar nur was von Bo, aber ich glaube, wir sollen... Ja, doch, ganz schöner Sturm. Hat wohl auch das erste Schiff getroffen. Konzentriert euch das für auf unsere Mission. Ja, für mach die ich. Horde. So, ich habe nördlich von uns ein Feuer gesehen. Wir werden nachsehen, ob es jemand von der Expedition entzündet hat. Ihr seid die neueste Rekrutin, also bleibt bei mir. Bleibt wir gehen nach Norden. Überall ihr drei. Karte, sucht nach Überlebenden. Rekrut, wir stoßen weiter vor. Ja, bewegt dich doch mal. Oder muss ich jetzt laufen? Öffnet euer Zauberbuch und sucht nach Frostnova. Okay, da können wir auch reinmachen. Sehr schön. Na, anscheinend muss ich selber laufen. Ich weiß nicht, der zwar... Achso, ich soll mir den Zielort angucken. Geradeaus links. Ja, sie hat ja gesagt, Richtung Norden. Sie hatte mir zwar eben gesagt, dass sie... dass ich bei ihr bleiben soll, aber anscheinend bleibt sie wohl eher bei mir. So wie es aussieht. Aber das ist ja auch nicht gerade verkehrt. Ach, da wohnen die Viecher drin, ne? Okay... Verlassenes Lager. So. Oh. Wonsa! Wonsa! So hungrig. Sie haben alle anderen mitgenommen. Ich bin die Letzte. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Das sagst du mir jedes Mal. Das ist Wonsa, eine Schamanin der Expedition. Sie verhungert. So darf kein Mitglied der Horde sterben. Tötet ein paar Wildtiere in der Nähe und kocht ihr Fleisch über dem Feuer. Wonsa kann uns erzählen, was mit der verschollenen Expedition geschehen ist, nachdem sie gegessen hat. Lasst euch nicht. Shuya hat gesagt, ihr würdet kommen. Das ist schön. Sie ist meine Tochter. Nichts hält mich von ihr fern. Als Soldatin der Horde weiß sie, dass wir niemanden zurücklassen. Okay, kann ich hier was einsammeln? Ja, sehr schön. Weiß nicht, ob das Stachelschwein besser ist. Die kommen ja alle so unheimlich schwer irgendwie vor. Ich muss näher ran. Nein, musst du nicht. So, ja, die muss ja stehen bleiben, ne? Das ist, finde ich, auch sehr dämlich gemacht, dass sie stehen bleiben muss, um das dann quasi aufzuladen. Das Problem hatte ich damals auch schon. Wir probieren es mal mit einem Stachelschwein. Aber ich denke mal, die werden sehr, ja, sehr widerstandsfähig sein. Ich meine aber so alles in allem nahmen die sich alle nicht so viel. Also egal, was man dann benutzt hat. So. Da hatten wir jetzt Glück. Es war anscheinend ein kritischer Treffer oder sowas. Oh, ja. So, dann können wir wieder zurück. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist jetzt auch wieder ganz anders, als ich es jetzt eigentlich gewohnt war. Ach so, genau, das Essen müssen wir noch zubereiten. Weil ich nämlich komplett auf einem anderen Bereich angefangen Warn hatte. Hinterhalt! Stacheleber! Esst erst! Ich lasse euch nicht verhungern! Die Horde lässt niemanden zurück. Ja, das haben wir jetzt mittlerweile auch verstanden. So, Wonsa hat gesagt, dass die Stacheleber die vermisste Expedition verschleppt hätten. Einschließlich meiner Tochter. Die Stacheleber werden euch töten, wenn ihr nicht vorbereitet seid. Sie sind viel schlauer und tödlicher als Morlocks. Ich will euch nicht durch meine Hände sterben sehen. Wir werden einen letzten Übungskampf durchführen. Wenn wir fertig sind, werdet ihr eine Schneise durch die Stacheleber schlagen. Okay. Für die Horde! Rekrut! Stacheleber sind viel gefährlicher als Murlocs.
Ihr müsst für einen Kampf gegen sie bereit sein. Und nun? Eure nächste Lektion. Hallo, geht's beginnt noch? Jetzt. Feuerschlag hat keine Zauberzeit. Setzt ihn ein, wenn der Gegner nahe ist. Das. Frostblitz verlangsamt den Gegner. Gut. Als Spontanzauber ist Feuerschlag perfekt für den Nahkampf. Huch, versuchen wir es noch einmal. Ich brauche ein Ziel. Ja, nimm sie doch weiterhin. Wirkt Frostblitz weiter, um eure Gegner fernzuhalten. Ihr habt Talent. Versuchen wir es noch einmal, bevor ihr auf die Stachelleber trefft. Hier sehe ich aber nichts. Moment. So. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition. Ja, ich hab's ja jetzt verstanden. Haltet Abstand vom Gegner und trefft ihn mit Frostblitz. Genug. Ihr seid bereit, es mit den Stachelebern aufzunehmen. Jetzt müssen wir die anderen retten. Okay. Sprinten konnte ich nicht, ne? Ja, sieht nicht so aus. Okay. Gut, dass mit dem, dass man das vorne benutzen, also erstmal in die Nase benutzen soll, das habe ich jetzt nicht auf. Die Horde lässt niemanden zurück. Wenn die nicht immer das Gleiche sagen würden, ne? Wir müssen die anderen zurückholen. Die Stacheleber haben den Rest der Expedition verschleppt und nach Norden gebracht. Sie haben davon gesprochen, sie für irgendein Opfer zu benutzen. Ihr müsst so schnell wie möglich nach Norden gehen, um sie aufzuhalten. Die Überlebenden sind... Wir sehen im Norden nach, was die anderen gefunden haben. Okay, Wonsa, ruht euch aus, bevor ihr zu uns stoßt. Dann bis später. Eure Tochter hatte recht mit euch. Die Horde lässt ihre Soldaten nie zurück. Und ich nicht meine Tochter. Das sowieso nicht. Ach, gut, dass ihr da seid. Diese Stacheleber führen ein schändliches Ritual durch. Ich sag nur, wehe dem, der sich mit einer Mutter anlegen will. Die ewige Sonne leitet uns. Passt gut auf euch auf. Es ist beleidigend, dass wir uns mit diesen Stachelebern abgeben müssen. Sie werden schon bald die ganze Macht der Horde zu spüren bekommen. Nieder mit den Stachelebern. Achso, das sind zwei verschiedene. Shorel Aran. Ich habe entdeckt, dass die Stacheleber ein nekriotisches Ritual an einen Überlebenden der verschollenen Expedition durchführen. Der Anführer des Stammes, Geofürst Gregok oder so, führt das Ritual aus. Tötet ihn und rettet die Überlebenden. Vergesst nicht den Tag, an dem ihr mir begegnet seid. Ja, du bist so... Passt gut auf euch auf. Nein, das ist schon okay. Moment, los, kann ich die zweite jetzt nicht annehmen? Bewegung! Diese Monster haben meine Tochter. Shuya? Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht ist sie entkommen. Das hoffe ich. Sie ist selten so vorsichtig. Stacheleber getötet. 7. Nieder mit den Stachelebern. Aber die meinen schon die Krieger, ne? Der war richtig geil, okay. So, hatte der eigentlich irgendwas? Kann ich hier was einsammeln? Fällt mir gerade ein. Okay. Ein bisschen vorsichtig sein, weil die sind sehr aggressiv. Die kommen wahrscheinlich dann auch zu zweit auf mich zu, wenn ich die einmal angreife, nehme ich mal an.
7 Stück brauche ich insgesamt. Wie, ich muss was anvisieren? Ich habe gerade was getötet. Da ist noch einer. Also ich bin ganz ehrlich, das Kampfsystem bei WoW finde ich ja mit das langweiligste überhaupt. Dieses ewige Rumstehen und man kann ja nichts machen, wenn man sich bewegt. Das ist ja das Problem. Weil wegen der Kanalisation. Also den Kanalisieren. Kehre zurück in die Erde. Genau. Das ist zu weit entfernt. Achso, das ist der Schamane. Nee. Geomant? Das ist nicht der Schamane. Das war übrigens auch kein Schamane, sondern ich weiß es nicht. Den Eindringlingen. Ja, sind anscheinend auch alle gleich. Nein, nein. Boah, hat der mich ernsthaft getroffen? Willst du mich veräppeln? Kann ich da links durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss hier durch, denke ich mal. So, wir haben jetzt genug, aber wir müssen den Fürst noch töten. Das ist wahrscheinlich der große, dicke Kerl da hinten, oder ist der da? Moment. Geofürst hier. Ich weiß nur, ich will ihn gar nicht. Eindringlinge, ihr seid unsere nächsten Opfer. Die Horde. Verschwinden wir. Hat er mich jetzt erschreckt? Hilfe, wo kamst du denn jetzt her? Außerdem muss ich hier erstmal eben, Moment, aber verschwinden ist eine gute Sache, aber ich sollte hier was im Zauberbuch auch noch anklicken, aber ich sollte vielleicht erstmal ein bisschen Fersengeld hier geben. Ihr ich seid Kriegerin Brecker, Shuyas Mutter. Sie hat gesagt, ihr kommt uns retten. Hier ist es nicht sicher. Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Aber ich kann es rausfinden. Nein, hier ist es in der Tat nicht sicher. Wollt ihr mich verarschen? Müssen wir da durch? Mithran Dämmersucher, zu euren Diensten. Aha. Sehr gut. Achso, ja, das Jorel war Chris. Gesundheit. Ihr braucht's, ich hab's. Ihr habt. Achso, das ist auch Quest. Sehen wir später. So, ihr sucht nach Shuya Grimaxt, stimmt's? Ich muss sagen, sie ist ziemlich penetrant und redet ständig davon, die eigene Stärke zu nutzen, um einen Vorsprung zu erhalten. Aber ihr habt Glück, denn ich bin der einzige Goblin, der euch helfen kann, sie und den Rest der Expedition zu finden. Schaut euch mal dieses raffinierte Gerät an. Hab es einem Gnom gestohlen, aufgepeppt und etwas Eigenes daraus gemacht. Ich nenne es den Torbo Holperer MK5. Benutze ihn, um Shula und die anderen zu finden. Haut rein! Das hier ist eine Mini-Version des Turbo Holperers MK5. Ich entschrumpfe sie eben. Ist jetzt vielleicht etwas zu groß. Oh. Moment! Aha, perfekt! Nicht so hübsch, aber genau, was wir brauchen. Okay. Ihr müsst euch nähern. Ah! Okay. Könnt ihr mich hören? Die Kamera scheint prima zu funktionieren. Warum muss jemand da hoch, wenn da eine Kamera drin ist? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich brauche einen Plan B für den Fall, dass euer Rekrut da runterfällt. Nimmt das immer noch auf? Hey, Rekrut! Eure Einwilligung bedeutet, ihr seid auch haftbar. Hallo? Ich sehe etwas. Ich nicht. Was sieht die denn? Also ich sehe sehr viel, aber... Ach so, da. Wir werden euch die Seele nehmen und
den Drachen wecken. Feiglinge, bald spürt ihr die volle Macht der Horde. Ha! Unser Drache wird sie zermalmen. Wir müssen uns um andere Rituale kümmern. Genießt eure letzten Momente. Die holen einen Drachen von den Toten zurück? Meint ihr, zum Fliehen ist es zu spät? Wir lassen unsere Leute nicht im Stich. Sucht uns einen Weg durch diese Untoten. Ihr sagt springen und ich pack die Raketenstiefel aus. Wie wär's mit einem riesigen Eber? Meinetwegen, aber schnell. Das Leben meiner Tochter ist in Gefahr. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie gut das war, dass ich mit dem Ding da geflogen bin. Bereit, etwas Gold zu verdienen? Wirklich schön, Geschäfte mit euch zu machen. Ja, ich würde sagen, leider kann man sich selbst nicht angucken. Oder ich krieg's zumindest... Ach doch, Moment, so kann ich mich angucken. Ha! Ich hab's doch hinbekommen. Ich würde sagen, da das die erste Folge ist und natürlich sehr viele noch folgen werden, ich werde es wieder bis Level 20 auf jeden Fall spielen. Ich finde es jetzt nicht so überragend, dass ich jetzt sagen kann, dass ich dafür bezahlen möchte. Und bis 20 ist es ja leider nur kostenlos. Aber bis Stufe 20 werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier diese ganze Story, die ich jetzt hier gerade mache, die sagt mir jetzt so überhaupt gar nichts. Das heißt, ich werde wohl was ganz anderes gemacht haben. Damals. Ich weiß, dass ich auch eine Magierin gespielt habe. Ich meine auch in dieser Konstellation, wie ich es jetzt hatte. Aber es kann sein, obwohl doch, ich glaube, die Horde hatte ich aber auch. Aber ich kann mich trotzdem nicht dran erinnern. Vielleicht ist es auch einfach nur die Zeit, dass ich es komplett vergessen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich an andere Gebiete erinnern. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mal auf einer Insel angefangen habe. Aber die Story, also mit dem Schiff und alles, das war komplett anders. Deswegen, achso, wir sollten aber vielleicht vorher mal kurz... Sehen uns später. Ich habe einen riesigen genau. Eber versprochen. Jetzt müssen wir auch dazu stehen. Aber er macht gerade nichts, oder? Nicht, dass ich jetzt hier gerade am Abmoderieren bin und er... Ne? Größenwanderer an Ebern testen. Okay, Moment, dann drehen wir dich mal eben wieder kurz rum, so dass man mich dann auch wirklich sehen kann. So, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, wie schon angekündigt. Und die Sache mit den Ebern sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.